So, in extensiver Form sieht das Spiel so aus. Das gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt durch, damit Sie auf jeden Fall verstehen, wie diese Form zu deuten ist. Auf der ersten Stufe, wir können ja mal irgendwo festhalten, 1, fordert der Yogi, der ist ja zuerst dran, laut Definition. Der Yogi fordert für sich einen Betrag A von der Verhandlung, von dem Handlungsgewinn und bietet dem Jürgen an den Rest von G-A an. Okay? Und die Tatsache, dass der Yogi dabei aus einem Kontinuum von möglichen Strategien wählen kann, also irgendeine Zahl zwischen 0 und G, wird durch den Bogen zwischen den Ästen verdeutlicht. Ne? Also dieser Bogen hier bedeutet, irgendwo auf diesem Bogen können wir landen, statt entweder da oder da. Ne? Also nochmal, der Yogi macht ein Angebot von A. Und dann hätte der Jürgen G minus A übrig. Okay? Das sehen wir hier oben ausgeschrieben bei der nächsten Stufe. Der Jürgen sieht dieses Angebot, kann jetzt entweder ja oder nein sagen. Da brauchen wir keinen Bogen, weil das eine diskrete Entscheidung ist. Wenn er annimmt, dann heißt das ja, er nimmt das Angebot von Yogi so an, wie er es vorgeschlagen hat. Das heißt, die Auszahlung von A kriegt der Yogi, die Auszahlung von G minus A kriegt der Jürgen. Ne? Also den Teil, den der Jürgen vom Gewinn dann noch hat. Und wenn der Jürgen aber ablehnt, wir also auf den unteren Ast wandern, bei Nein, dann ist der Jürgen wiederum dran, selber einen Gegenvorschlag abzuliefern. Okay, das war Stufe 2, jetzt sind wir auf Stufe 3. Und das ist genauso wie hier. Es ist wieder ein kontinuierlicher Vorschlag, ein stetiger Vorschlag, deswegen ist hier wieder dieser Bogen. Aber was jetzt anders ist, weil die erste Verhandlungsrunde erfolglos beendet wurde, stehen nur noch G minus K zur Verfügung. Also jetzt ist der Gewinn ist nur noch G minus K. Also, so wie es hier definiert ist, G minus ein halb G ist gleich ein halb G. Ne? Wir hatten K vor, wir hatten gesagt, bei jeder erfolglosen Runde wird der Gewinn quasi um die Hälfte des Kuchens kleiner. Das ist der Gesamtgewinn, der noch zur Verfügung steht. Der Jürgen verlangt von diesem Kuchen eben B für sich selbst. Also A war ja das, was der Yogi im ersten Vorschlag für sich verlangt hat. B ist jetzt das, was der Jürgen im zweiten Vorschlag für sich verlangt. Das heißt, der Yogi, wenn er annimmt, hätte dann eben noch den übrig bleibenden Gesamtgewinn minus B übrig für sich. Ne? Und so ergeben sich dann diese beiden Auszahlungen hier, falls der Yogi hier auf der Stufe 4 dann eben dann annimmt. Und der Yogi wiederum auf der letzten Stufe kann annehmen oder ablehnen. Wenn er annimmt, sind wir hier oben bei Ja und diesen Auszahlungen, ein halb G minus B und B. Oder wenn er ablehnt, dann haben beide 0, weil dann verringert sich der Kuchen wieder um die Hälfte und dann ist eben nichts mehr übrig zu verteilen und dann haben beide 0. Und so ergeben sich diese beiden Zahlen hier. Okay?